Die Video Tech Night wird Ihnen präsentiert von Lautsprecher Teufel. Wir packen heute den heiß ersehnten UHD Blu-ray Player von Oppo aus. Roland erzählt uns was über einen richtig geilen 4K-Beamer von JVC. Ja. Und es gibt Neues zu Lautsprechern für Dolby Atmos. Und damit ganz, ganz herzlich willkommen zur 37. TechNet-Ausgabe, zur vorletzten in diesem Jahr. Schon wieder mit Roland, muss man ja sagen. Ja, letzte Woche schon dabei. Dafür heute mal ohne Antonia, wobei ein bisschen Antonia haben wir auch im Programm. Ja, ihr seht es in meinem T-Shirt. Star Wars ist diese Woche ein großes Thema gewesen, aber wir sprechen nicht über diesen Film, denn wir haben ihn noch nicht gesehen. Tja. Aber man hört ja viele gute Kritiken. Also ich denke mal reingehen, Rogue One, oder wie ein Freund von mir letztens so nett gesagt hat, Rouge One, für alle, die ihn auf Französisch sehen wollen. Gerne auch so. Ja, wir haben trotz Star Wars nicht sehen, ja, eine geile Woche hinter uns, eigentlich, muss man sagen. Ja. Also was diese Woche alles los war, nicht nur, dass ich aus Korea wiedergekommen bin, darüber bei anderer Gelegenheit mal, was ich da alles Tolles, Spannendes erlebt habe, aber wir hatten ja Wahnsinnsgeräte hier. Zum Beispiel den Oppo UDP 203, den ersten UHD Blu-ray Player von Oppo, auf den alle schon so ewig warten. Ja, ja, Wahnsinn, genau. Ganz genau, aber bevor wir über den sprechen, haben wir natürlich noch ein paar andere geile Highlights diese Woche gehabt, nämlich Dolby Atmos ist ja hier quasi Dauerthema in der TechNet auch, nicht wahr? Ja, natürlich. Natürlich vor allem, wenn hier Antonia sitzt und wieder neue Soundbars oder Lautsprecher mitbringt, aber sie hat natürlich, bevor sie diese Woche nach Berlin abgeflogen ist, da befindet sie sich gerade, hat sie Frank Göbel getroffen, den Entwicklungschef von Canton Lautsprecher aus dem Taunus. Und die beiden haben neue Lautsprecher mitgebracht und hier ist das Video dazu. Ja, hallo zusammen. Heute hier aus unserem Heimkino-Hörraum und zwar mit prominentem Besuch. Wir haben ein wenig übertrieben, aber wir haben Frank Göbel hier von Lautsprecherhersteller Canton. Hallo Frank. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, um das Produkt vorzustellen. Vielen Dank natürlich, dass du uns das hier mitgebracht hast überhaupt. Denn wir haben nämlich was ganz Tolles Neues hier, ein Highlight sozusagen, noch vor Weihnachten. Und ja, Frank, vielleicht kannst du einfach ein paar Worte dazu sagen, um was es dich denn hier handelt. Okay, wir haben uns dem Thema Atmos gewidmet und das ist unsere neue, heißt jetzt AR400, als Surround Front- und Rear-Back-Lautsprecher, als Reflexionslautsprecher, der über die Deckenreflexion die Deckenlautsprecher nativ in der Decke ersetzt. Okay, das heißt quasi, wir brauchen hier keine großen Deckenlautsprecher, die man an der Decke montiert, sondern es funktioniert eben über die Upfiring-Mechanik. Genau. Technologie. Genau. Hier war die Hauptaufgabe, die Richtcharakteristik so einzustellen, dass die virtuelle Quelle tatsächlich von der Decke wahrgenommen wird. Und da im Besonderen ist natürlich dann die Richtcharakteristik gerade im Winkelverhältnis von nach oben abstrahlend und nach vorn abstrahlend sehr, sehr wichtig. Hier möchte man im Prinzip eine weitestgehend so groß wie mögliche Dämpfung besitzen, zwischen dem Fall, dass nach vorne abgeschaltet wird, da so wenig wie möglich und nach oben so viel wie möglich. Das ist hier die Aufgabe, um dann entsprechend mit einem großen Wirkungsgrad die virtuelle Quelle von oben darzustellen. Und da darf ich an der Stelle schon mal verraten, wir haben nämlich gerade schon mal ein bisschen getestet, dass das sehr gut funktioniert. Ja. Und ja, ich finde schon. Ja, finde ich auch. Das kann man sehr schön testen mit einem entsprechenden Rauschsignal, was ich auch mitgebracht habe. Und dann wird man feststellen, dass die Wetterquelle tatsächlich von oben abstrahlt. Und so kann man auch im Prinzip dann sich dabei behelfen, den Lautsprecher noch besser zu positionieren. Genau. Und vielleicht, was man noch sagen kann, das ist jetzt speziell fürs GLE-Set gemacht. Genau. Das, was speziell für das GLE-Set ist, hauptsächlich die Lackierung. Die Lackierung orientiert sich an der Frontlackierung der GLE-Serie. Das ist eine Strukturlackierung. In dem Fall haben wir es uns so gedacht, dass wir den kompletten Lautsprecher im Prinzip in Schwarz und auf der anderen Seite in Weiß lackieren, damit es dann entsprechend passt zu allen verschiedenen Finishen. Oftmals haben wir eine schwarze Frontlackierung und haben dann entsprechend Nussbaum im Prinzip als Korpus. Mhm. Und damit das am besten matcht, ist im Prinzip der Lautsprecher dann in dem Fall schwarz, komplett. Und hat im Prinzip die gleiche Lackierung wie die Frontseite der Box. Perfekt. Von der Treibertechnologie, was wir hier speziell entwickelt haben, ist der Hochtöner. Der hat einen ganz, um diese Richtcharakteristik, die ich vorhin erwähnt habe, tatsächlich zu gewährleisten, haben wir hier einen speziellen Waveguide entwickelt, der entsprechend super harmonieren soll mit dem Mitteltöner.
Und dadurch, dass es eine von angebeamt von 200 Hertz im Prinzip, das war die Aufgabe auch, bis zu den höheren Tönen im Prinzip eine konstant abfallende Dämpfungskurve zu erzielen, die nach vorne abstrahlt und hier nach oben abstrahlend in eine entsprechende Linearität, die man ansonsten auch von Frontklotzspielen kennt. Also da steckt quasi auch viel Entwicklungsarbeit dahinter. Ja, das heißt, da ist auch natürlich dann eine spezielle Frequenzweiche drin, um das halt zu gewährleisten. Ja. Nichtsdestotrotz kann man den Lautsprecher auch an die Wand als nativen Reflexionslautsprecher nutzen. Geht natürlich auch. Hat entsprechende Wand, entsprechende Halterung auf der Rückseite. Man kann ihn dann je nach Position, wo man ihn anbringt, weiter unten oder weiter oben, kann man ihn auch drehen. Ja, das heißt, wir haben im Prinzip Haltepunkte von oben. Also das heißt, dann schaltet er mehr nach unten ab oder halt entsprechend so, dann schaltet er halt auch gegen die Decke ab. Ja? So. Super. Dann würde ich sagen, vielen Dank schon mal für den kleinen Einblick. Okay. Und ja, den Test dazu gibt es in der nächsten Video zu lesen. Und bis dahin, ja, wünschen wir euch schon mal eine schöne Zeit. Bis dann. Alles klar, auch von meiner Seite vielen Dank. Und danke, Frank. Bis dann. Super, danke. Ciao. Ja, danke Frank, danke Antonia für diesen Einblick in unserem dunklen Hörraum. Waren die beiden da unten, aber da werden die Lautsprecher natürlich auch getestet. Deswegen dafür herzlichen Dank. Und in diesem Heimkinoraum bei uns, da hätte eigentlich auch ein anderes Gerät gemusst, oder war es sogar? Ich weiß es gar nicht. Es war da natürlich. Okay. Leider nicht gleichzeitig, dann hätten wir natürlich ein sensationelles Setup gehabt, aber du warst ja in dieser Woche mit einem JVC-Projektor zugange. Erzähl mal. Ja, genau. Der lang erwartete DLA Z1. Das erste Gerät von JVC, das tatsächlich Ultra-HD-Auflösung bietet. Also ein DLA mit Ultra-HD. Wurde auf der IFA vorgestellt, gab schon das Gerät zu sehen. War ganz nett. Und wir mussten das natürlich unbedingt so schnell wie möglich bei uns mal im Labor checken und im Kino. Und deswegen hatten wir da gestern Besuch und haben uns einen Tag lang das Ding angucken können im Labor und im Heimkino. Und das war schon ein absoluter Hammer. Jetzt muss man sagen, der ist ja nicht ganz günstig. Ne? Ja, so die zu erwartende Stückzahl, die in Deutschland verkauft wird, die ist aber immerhin zweistellig. Aber mit 35.000 Euro ist das natürlich was... Also Kleinwagen oder Beamer, das muss man sich dann überlegen. Wenn man schon einen Kleinwagen hat, dann ist halt der Beamer dran, ne? Das stimmt, natürlich. Ja, aber es ist schon ein Hammer eigentlich. Also der ist hell, macht HDR richtig und der hat so geile DCI, also Digital Cinema Farben. War schon Hammer. Und der ist ja noch nicht mal ganz fertig. Also wir haben ein Vorserienmodell hier gehabt, wo noch ein bisschen feingetunt werden muss. Aber es war schon sehr, sehr vielversprechend. Mhm. Ist denn das dann irgendwie dann die Referenz, das Vorbild, an dem sich dann Beamer-Hersteller auch orientieren werden, um also auch bezahlbarere 4K-Projektoren zu bringen? Kann man also irgendwie so ein bisschen als... Na, da gehen wir mal von aus. Also ich finde ja 2017 wird das Jahr der 4K-Beamer. Wir hatten zuletzt uns ja den BenQ angeguckt, den ersten DLP-Beamer mit 4K. Und da werden sicherlich noch viele folgen. Und JVC hat jetzt den ersten DILA-Beamer mit 4K. Und natürlich haben alle erstmal qualitativ oben angesetzt, weil es Innovationen sind. Und in jeder Technologie wird es dann so ein bisschen downgescaled werden. Okay. Der muss dann halt nicht mit 48 Laserdioden betrieben werden, sondern da wird es dann irgendwann mal noch eine normale Lampe tun. Und der wird auch nicht irgendwie 37 Kilo hat er gewogen, wiegen müssen. Ich denke, da wird Sony nächstes Jahr richtig gute Konkurrenz kriegen im 4K-Beamer-Bereich und das wird sehr, sehr spannend. Stichwort nächstes Jahr, in unseren nächsten beiden Tech-Nights, die in diesem Jahr noch folgen, die Weihnachts- und diese Jahreswechsel-Silvester-Ausgabe, da werden wir natürlich auch ein bisschen ins neue Jahr blicken und über so neue Technologien oder auch das, was wir uns wünschen oder erwarten, was kommen muss und sollte im nächsten Jahr sprechen. Was im nächsten Jahr auf jeden Fall ein Thema sein wird, weil er jetzt gerade frisch auf den Markt gekommen ist und endlich verfügbar ist, der Oppo UDP 203, der Ultra HD Blu-ray Player schlechthin, möchte man meinen. Der Hype war riesengroß im Netz, wenn man gesehen hat, bei allen Heimkino-Fans, seit Oppo den im Frühjahr oder Sommer angekündigt hat und gesagt hat, ja, der kommt wahrscheinlich noch vor Weihnachten, waren alle eigentlich ganz heiß drauf. Wir
haben uns den schon mal angeschaut. Wir haben ihn endlich hier. Wir haben ihn ausgepackt. Wir haben uns schon mal ein bisschen angeschaut, was kann der eigentlich, was hat er für Funktionen, Features, Einstellungsmöglichkeiten. All das könnt ihr sehen in einem Unboxing-Clip und in einem ersten Check-Clip, würde ich mal sagen. So ein richtiger Test ist es noch nicht, aber wir haben natürlich schon mal geschaut, was der Gute so alles kann. Ja, und wir werden diesen coolen UDP 203 natürlich auch mit unserer bisherigen Referenz ein bisschen vergleichen. Ne? Genau, ich glaube ja keinem Hype. Bei mir zählen nur die Fakten aus meinem Labor. Messen, testen und dann schauen wir mal, was wirklich dabei rauskommt. Ja, schauen wir mal. Nichtsdestotrotz, also wer sich den Oppo schon bestellen will, Heimkino Klos ist ja der Importeur. Bei Grobi TV gibt es den, also ich glaube, den ein oder anderen, nur soweit ich weiß, glaube ich, die erste Welle ist schon ausverkauft, aber es wird natürlich nachgeordert. Werden 849 Euro, ist ja auch kein Pappenstiel, muss man sagen, aber so vom ersten Gefühl her, also er ist ja auch sehr hochwertig verarbeitet, er kann eine Menge, also ich glaube, dass er das schon wert sein dürfte, werden wir dann natürlich im finalen Test noch feststellen. Eins muss man ja vor allem sagen, mit einem der nächsten Firmware-Updates wird es was geben? Dolby Vision. Genau, und da wäre natürlich bis dahin möglicherweise der erste oder einer der ersten. Schauen wir mal, was auf der CES noch passiert. Also das ist natürlich spannend, sozusagen das Advanced HDR. Gibt es ja auch schon inzwischen erste Inhalte. Vielleicht bis dahin auch erste Discs. Mal sehen. Aber dazu, wie gesagt, in unseren Videos mehr. Ausführliches Unboxing. Wie gesagt, wir machen es hier kurz, damit ihr da viel Zeit habt am Wochenende oder in der nächsten Woche auch euch damit beschäftigen. Ja, was ihr in dem Video auch sehen werdet, und da möchte ich gerne an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, weil der Roland auch gerade bei uns sitzt, sein Meisterwerk in diesem Jahr sozusagen, haben wir dort natürlich auch für erste Einstellungen zum Einsatz gebracht, die Referenz Blu-ray. Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat für seinen Frauen, für ihren Mann oder wie auch immer, alle eigentlich, die einen Fernseher zu Hause haben, ja, können sich das gegenseitig schenken. Man braucht nur den Blu-ray-Player und einen Fernseher und schon kann man den Blu-ray-Player auf den Fernseher richtig einstellen und wirklich jedes Detail so abgleichen, dass es stimmt. So ist es. Bei uns zu kriegen in unserem Online-Shop oder auch bei Amazon, bei Mediamarkt Saturn, also zuschlagen, die TV-Bild perfekt einstellen, die ist von diesem Mann hier persönlich produziert. Ich kann sie jedem ans Herz legen, haut rein. Und weil wir vorhin bei Dolby Atmos waren, möchte ich auch das nicht unerwähnt lassen an dieser Stelle mal, denn es vergeht keine Woche, kurioserweise, oder erfreulicherweise muss man vor allem sagen, es vergeht keine Woche, in der wir nicht Anfragen dazu kriegen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich in der Tech Night hier mal die Ausgabe von vor einem Jahr vorstellen würde, aber wir haben zum Glück noch ein paar Exemplare da, denn wir hatten ja gerade das Thema 3D-Sound, ist ja bei dem Oppo-Player auch natürlich integriert ein Thema. Wir hatten ja vor einem Jahr diese Ausgabe mit der Dolby Atmos Demo-Disc der Hochoffiziellen. Die Ausgabe hat eingeschlagen wie irre. Wir kriegen, wie gesagt, jeden Monat immer noch weitere Bestellungen aus dem Ausland, selbst aus den USA, Kanada, überall her, und immer wieder kommt die Frage, kann ich die noch nachbestellen? Die gibt es bei uns auch im Online-Shop in der Einzelheft-Nachbestellung. Einfach nach Ausgabe 1 2016 suchen. Inzwischen haben wir da auch das Cover mit der Disc eingebaut. Also es gibt die Ausgabe dazu und vor allem aber die Disc, die viele noch haben wollen. Kostet auch nicht mehr als sonst irgendwas 5,50 Euro. Mhm. Dann habt ihr hier die wichtigsten Testfiles für Dolby Atmos, um das zu Hause mal richtig zum Rocken zu bringen. Also preiswerter als einige Angebote auf eBay. Muss man auch sagen, Also das ist ja ganz irre, was damit so passiert ist. Doch, der Vollständigkeit halber möchte ich natürlich auch die diesjährige Dezember-Ausgabe nicht unerwähnt lassen. Denn auch hier ist wieder eine Disc drauf. Zwar keine für den Blu-ray-Player oder um den Fernseher zu verbessern oder solche Dinge oder Sound auszuprobieren, aber eine, die nochmal all den Stoff liefert aus den vergangenen 8 Jahren Video, muss man sagen. Also eine Menge Holz. Alle Tests,
alle Ausgaben, über 100 Ausgaben, ein paar Sonderhefte dabei und als Nummer 1 Clou die allererste Ausgabe aus dem Jahr 1979. Da zu Antonia hätte ich jetzt gesagt, da warst du noch nicht mal geplant. In unserem Fall muss ich sagen, wir waren da noch jung, zumindest, aber schon da. Also wirklich ans Herz legen, aktuelle Ausgaben. Natürlich sind auch spannende Tests drin. Klar, es gibt eine große Geschichte über alle verfügbaren UHD Blu-ray Player. Auch der Oppo ist da schon ein Thema. Noch nicht getestet, aber eben schon ein Thema. Also holt euch die auch. Und damit genug der Werbung, der Eigenwerbung, aber die muss ja auch sein, damit ihr auch versorgt seid fürs kommende Wochenende oder für die nächsten Wochen. Und ja, dann war es das schon wieder. Dann war es das schon wieder. So eine heiße Woche. Muss man ja auch erstmal sacken lassen. Wir machen jetzt auf vierten Advent, oder? Denn die vierte Kerze brennt ja bald. Die vierte Kerze brennt. Ich würde mal sagen, ein Lebkuchen auf die... Ich schnapp mir natürlich den. Ja, genau. Natürlich. Also, wir feiern schon mal Advent und wünschen euch eine gute Woche vor Weihnachten. Und wir sehen uns dann natürlich nochmal vor dem Heiligen Abend mit unserer Weihnachtsausgabe. Und da dürft ihr euch natürlich auch wieder auf tolle Überraschungen freuen. Und wieder auf Antonia natürlich. Ah, genau. Und vielleicht ist ja auch der Redaktionshund wieder da, sie ja dann mal weiß. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja. Also, bis dann. Bis dann. Die Videotech Night wurde Ihnen präsentiert von Lautsprecher Teufel.